Ich habe gerade geschlafen, mir nichts Böses gedacht. Da hat mich Bulli gerade angesprochen. Wir werden eine Mission von ihm kriegen. Gelbe Kuh. Gelbe Kuh? Was? Ach so, das ist so ein Insider-Ding zwischen mir und vergiss es einfach. Was ist jetzt? Willst du wieder nur Kleinkram einsammeln oder machst du auch mal einen richtigen Männerjob? Noch so ein Spruch und ich schlag dir die Zähne ein. Ich mach, was ich für richtig halte. So schaut's Mag sein. aus. Aber für mich springt dabei herzlich wenig heraus. Hast du einen besseren Vorschlag? Allerdings. Der Duke hat mich schon öfter auf Elixit-Beschaffungsmissionen geschickt. Das habe ich drauf. Du hast jetzt eine andere Aufgabe. Das heißt aber nicht, dass ich auf den einen oder anderen Nebenverdienst verzichten muss. Wenn ich schon auf deinen Arsch aufpassen soll, will ich als Gegenleistung wenigstens, dass du mich bei der einen oder anderen Sache unterstützt. Geht klar. Was hast du vor? Ich weiß, dass einer dieser fahrenden Händler des Öfteren bei uns Outlaws am Rande des Kraters vorbeischaut. Dieser spezielle Kerl hat immer seine Handlanger dabei, die auf ihn aufpassen. Zufällig weiß ich, dass er dort bald wieder auftauchen wird und seine Nahrungslieferung verhökern will. Woher weißt du das so genau? Ich weiß es einfach. Das muss reichen. Okay. Da kommt also ein Händler mit einer Menge Fressalien zum Rande des Kraters. Und was genau ist dabei so lukrativ? Das Elixit, das er dabei hat, natürlich. Moment mal. Du willst irgendeinen Händler, der den Krater versorgen soll, vermöbeln und ihm die Kohle aus der Tasche ziehen? Nennen wir es Nebeneinnahmen. Für mich klingt das eher wie ein Geldeintreiberjob. Den Auftrag hast du doch vom Duke. Irgendwie steht dieser Händler beim Duke in der Kreide und du sollst ihm Beine machen. Und wenn es so wäre? Dann hättest du das auch gleich sagen können, anstatt mir diesen Quatsch über den Nebenverdienst zu erzählen. Also, wenn du bereit bist, gehen wir los. Ja. Nee, nee. Scheiße! Yep, sorry. Das wird ja gelotet. Oh, die Infektion. Diese Hybridgeschichte geht mir nicht aus dem Kopf. Wie konnte Dawkins Geist dieser Maschine verfallen? Dawkins hat schon so oft seine Willensstärke unter Beweis gestellt. Wie auch immer. Wir werden sehen, ob er am Ende tatsächlich recht behält. Ah, mein Kopf! Ich will ja gar nicht fies zu allen Leuten hier Diese sein. Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ja, wir wissen's. Aber, was wollte ich sagen? Ich will nicht fies zu jedem sein, aber irgendwie bin ich jetzt schon so weit in diese Richtung gegangen mit meinem Zerstörungsrang. Renegade Run. Affe, stehe. Wir hatten das gezeichnet. Okay, nein, es fliegt sich wieder ein bisschen besser, weil ich Jetpack abgegradet habe. Eine gute Loot hier noch. Draußen sind unten Unhold, den können wir bekämpfen, Junge. Aber ich habe leider keine Schrotmuni mehr. Und jetzt wird mal in der Stadt gequatscht. Außer das ist Schrotmuni. Nein, ist es nicht. Bremsraketen habe ich auch noch nie getestet oder geschaut, ob die was bringen. Hab schon gehört, dass es nicht das Beste ist. Komm schon rauf da. Jax, die Bastie. Ah, haben die kleinen Häuser da drüben noch was? Wir sind zwei Leute. War aber gerade was Violettes. Auf uns. Und ich Idiot höre auch noch auf dich. Konnte ja keiner ahnen, dass man uns die Taschen leert. Idiot, das. Ah, was geht hier oben ab? Ich will doch nur looten. Alles Loot den Checks. Das ist der Spruch dieses Spiels. Alles Klebeband, Loot anscheinend. Ist echt ein Schrottloch. Schrottloch.
Das ist alles gratis Loot auch. Oh, Schrottmoney, Big Money. Das Beste. Honig für Kamillendee. In dein Leid. Platte für Sterben. Lauf die Raptor. Nein. So, nicht niesen. Hm. Ich der Dinge. Das, was ich denke, dass es ist. Ich glaube, ich kann eine Sonnenbrille einfach so aufsetzen, oder? Nein. Okay, sehe. Ich sehe, was hier abgeht. Ah, schau. Alter Topf, wirklich? Na, das wird doch behalten, die Sonnenbrille. Die Dot habe ich nicht gesehen. Looten, mit Leuten quatschen. Na, schau. Muss ich nur aufpassen, dass mich das kein Liebesgegenstand dabei ist. Dieser Schrotthaufen ist wirklich das Letzte. Was beschwerst du dich? Wir haben Kohle, genug zu fressen und eine Unterkunft. Willst du etwa wieder durch die Wälder streifen? Geht Wälder. Irgendeine River City oder so. Irgendeine Fallout-Stadt erinnert mich das. Weiß nicht mal, wie der Name heißt. War in Fallout 4, glaube ich, solche Städte, 2 sogar. Die einfach so überflutet waren mit Haufenweise Gulden. Fallout 4 wird mir wahrscheinlich noch lange nicht gezockt hier. Fallout New Vegas kommt. In Englisch. In Englisch kommt's bald. Heute die erste Folge aufgenommen. Wenn man Death Run und von Sharks. Mist, wir stehen jetzt mal eine halbe. Du genießt dein Bad, oder? Gleich wie ich. Oh, ich würde mich hier nur durchloten, wie es ausschaut. Hier waren die Händler. Munitionspresse, kann ich. Was fehlt mir dazu? Irgendein Skill. Munition herstellen. Nein, Toilettenpapier. Kenn ich dich. Hank, ah. Hier hast du mich also versteckt. Kennen wir uns? Stell dich nicht dumm. Ah, ich erinnere mich. Der Trottel aus dem Vor. Auf einmal nicht mehr so freundlich, was? Ich habe dich zu nichts gezwungen. Also verpiss dich. Genau. Ich werde dafür sorgen, dass du niemanden mehr betrügen wirst. Da krieg ich aber Angst. Es wird mir viel Freude bereiten, dir eine weitere Lektion zu erteilen. Auch wenn es deine letzte sein wird. Komm her! Das heißt, das gefällt Bulli nicht. Darauf sollte doch stehen, oder? Entscheidet euch mal! Warum bin ich One-Shot? Wo bin ich hier? Ah, oh, ich sehe schon, Schrotblinde brauche ich. Oh, ja. Warum habe ich so wenig Leben? Wahrscheinlich, weil ich nichts in Konstitution reinstecke. Alter Superkick wieder. Das Superkick doch nur. Was hat denn der für ein Schwert? Naja, egal. Ja. Ist es eigentlich. Speichern, bevor ich wieder mich da durchstehle. Das stört dich doch nicht, oder? Ah ja, sehr schön, Bodhi. Ich setze, du bereitest dich schon vor, Ray zu ersetzen. Hast du es runtergeschafft, sehr schön. Dann schlafen wir doch mal eine Runde. Oh, sicher werde ich die Kopfbedeckung runtergeben
gegeben habe. Habe ich so schnell auf die Bursche bekommen. Unfassbar. Mal schauen, wir gehen wieder. Und wir hatten einen Salat da, der wird gestohlen. Tresor. Ich bin nicht gut genug. Wow, das erledigt das. Ah. Ja, das wird eine Episode, wo ich mich nur durchstehle. Stelex heißt's ja. Ich glaube, das Klopapier wird gestohlen. Das Wichtigste. Auf jeden Fall das Wichtigste. Wir bohren da drüben. Das geht ja gar nicht. So früh am Morgen. Oh, weitere Tresor. Den können wir hacken. Wenn wir es schaffen. Ah. Eins ist kleiner als 5, größer als 3, 6, okay. 4, 8. 8 ist nur falsch. Vier, drei, sechs zum Schluss. 4, 3, 6 zum Schluss. Okay, passt. Boah, geht doch. Nicht merken. Ah, nicht die beste Loot. Leider zeigt die Brille den Tresor nicht an. Oh, da liegt Tank am Boden. Mit Ehre gestorben. Ah, nicht wirklich, war ein Gauner. Ich bin ziemlich ruhig hier. Keiner redet, keiner tratscht. Was haben wir hier? Sternwaffenwerkbank, habe ich glaube ich nichts Neues bekommen. Du, hast du einen Namen? Nee. Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Dann gehe ich doch weiter. Wenn ich hier nichts zu suchen habe, Mana. Das hat hier nichts verloren. Ich habe mehr Getratsche erwartet hier. Und weniger Klebeband. Du, hast du einen Namen? Nils de Erik Alle Aron. Bist du endlich wieder zurück? Hast du meine Sachen dabei? Ich bin übrigens Nils. Du hast mich erwartet? Habe ich nicht? Ich dachte, ich würde das tun. Schade. Ich kann mich nur erinnern, dass ich jemandem meine Splitter gegeben habe, um mir meine Sachen wiederzubringen. Ich dachte, das wärst du. Aber gut, dann kennen wir uns anscheinend noch nicht. Ich heiße übrigens Erik. Hast du nicht gerade gesagt, du heißt Nils? Wovon redest du da? Warum sollte ich das sagen? Du verwirrst mich. Hast du denn meine Sachen dabei, um die ich dich gebeten habe? Oh. Mit dir stimmt doch was nicht. Da hast du allerdings recht. Ich weiß allerdings nur nicht genau was. Ich weiß nur, dass mir meine Sachen fehlen. Hast du sie dabei? Von was für Sachen redest du da? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß, ich hatte ein paar Sachen dabei. Dann waren da so Viecher. Dann kam Nils und hat mich gerettet. Ich dachte, du bist Nils. Red keinen Stuss, ich heiße Aaron, habe ich dir doch schon gesagt. Bist ganz schön vergesslich. Auf jeden Fall kam er und hat mich gerettet. Dann war ich plötzlich hier und er hat mich alleine gelassen. Und meine Sachen hat er auch mitgenommen. Glaube ich. Wegen deiner Sachen. Ah, hast du sie dabei? Warum helfe ich denn? Was sind das eigentlich für Sachen, die du suchst? Alles, was mir etwas bedeutet hat, war dabei. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aaron hat sich immer über mich lustig gemacht, dass ich alles mit mir herumschleppe. Hat gesagt, ich soll doch einfach mal alleine losgehen. Aber das kann ich nicht. Alleine bin ich doch aufgeschmissen. Ich verstehe kein Wort. Ist nicht so schlimm. Frag einfach Nils, er wird dir alles erklären. Ah, multiple personalities, a little bit much. Hast du sie verloren oder wurden sie dir abgenommen?
Das... Keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich heiße übrigens Aaron. Schön, dich kennenzulernen. Wo hast du deine Sachen zuletzt gesehen? Ich weiß noch, dass wir zusammen im Süden Halt gemacht haben. Am Rand des Kraters bei einem kleinen See war das, glaube ich. Dort habe ich alles zurücklassen müssen, das mir was bedeutet hat. Suchst du die Sachen für mich? Ich werde deine Sachen für dich suchen. Ach so, okay. Ich dachte, du hättest meine Sachen schon dabei. Dann, danke schön. Ich werde hier auf dich warten. Was zum Teufel? Oh. Jetzt, wo ich hier den Loot sehe, muss ich hier den Loot haben. Auch wenn es nur Ratte. Ah ja, das gefällt mir. Solange Ratten fliegen, du hast keinen Namen sicher. Die Energieriegel, die brauchen die doch nicht. Ich habe eine Zigarette gestohlen. Das ist doch kein Stehlen, das ist doch Teilen. Das weiß doch jeder. Warum ist denn das so verschachtelt hier alles? Sind da keine wichtigen Leute? Das ist der Dom wahrscheinlich. Bier, Lebenssaft, ja. Der Typ schaut mir einfach zu, wie ich mich durch die ganze Stadt stehle. Das wird ein Duke freuen, wenn er das erzählt. Ich glaube, der Duke braucht ein neues Gesicht, das mehr badass ausschaut wie die Stimme. Du schaust wichtig aus. Porter. Hallo, mein Junge. Was kann der alte Porter für dich tun? Ich sehe mich hier nur mal um. Dann bist du wohl neu hier, nehme ich an. Komm, setz dich ein wenig zu mir ans Feuer. Nimm dir einen Energy Drink. Da ist kein Feuer. Was? Früher war ich mal ein berühmter Bote, weißt du? Ich habe Pakete von Norden bis Süden über ganz Magalan geschleppt. Es war eine gefährliche Arbeit, aber eine, die getan werden musste. Ich habe die Welt verbunden, die Menschen einander näher gebracht. Überlebenswichtige Geräte, Waffen und einmal sogar etwas zu essen habe ich geliefert. Aber diese Zeiten sind vorbei. Ich habe Leute an den unwirtlichsten Orten beliefert. Das war eine wirklich harte Arbeit. Aber die Freude, die mir die Menschen entgegenbrachten, wenn sie endlich ihre lang ersehnten Vorräte erhielten, war all die Mühe wert. Heute schaffe ich es kaum noch, mich mal aus dem Krater zu schleppen. Kaputte Schuhe und alte Knochen helfen dabei auch nicht sonderlich. Nur schade, dass ich so wenig verdient habe und jetzt in so einem Drecksloch leben muss. Hast du dich für deine Arbeit nicht bezahlen lassen? Nein, nie. Es hat mir immer gereicht, dass die Leute sich gefreut haben. Es ist nicht so, als wäre mir nicht immer wieder mal Splitter angeboten worden. Ich habe es nur dummerweise jedes Mal abgelehnt. Aber, da kommt mir eine Idee. Du siehst aus wie jemand, der sich durchaus darauf versteht, schwieriges Gelände zu bereisen. Würdest du mir wohl helfen, an eine bessere Wohnung zu kommen? Wie könnte ich dir denn helfen, eine bessere Wohnung zu finden? Das ist ganz einfach. Ich habe hier ein Paket für einen Kunden, der schon sehr lange darauf wartet. Ich bin sicher, wenn er es endlich bekommt, wird er sehr dankbar dafür sein und sollte einige Splitter dafür springen lassen. Aber wie ich dir bereits sagte, bin ich einfach nicht mehr in der Lage, an so schwer zu erreichende Orte zu gelangen und Pakete auszuliefern. Mein Vorschlag an dich wäre folgender. Du lieferst das Paket aus und lässt dich bezahlen. Dann bringst du die Splitter zurück und ich kaufe mir davon eine neue Wohnung. Alles, was übrig bleibt, darfst du behalten. Was hältst du davon? Ich würde dich abzocken.
Alles klar, ich liefere das Paket für dich. Danke dir vielmals. Hier, hast du es. Und vergiss nicht, die Bezahlung mitzunehmen. Mach es nicht wie ich und lass sie einfach da. Ach, ich freue mich schon endlich, Splitter für eine bessere Wohnung zu haben. Wir sehen uns, wenn du wieder da bist. Und gib die Splitter nicht aus Versehen aus. Was ist in dem Paket? Nichts Besonderes. Alles, was man als Einsiedler so braucht. Haltbare Nahrung, Wasserfilter, Bücher. So ein Kram eben. Wohin muss das Paket denn geliefert werden? Das ist der Knackpunkt. Der Ort, wo das Paket hin muss... Du kennst den Berg im Süden von hier? Der zwischen dem Krater und Karakis liegt? Kaum zu übersehen. Genau. Das Paket muss auf die gegenüberliegende Seite des Berges, fast an die Spitze gebracht werden. Dort an der Bergflanke ist ein kleiner Bunker in den Fels eingelassen. Da muss das Paket hingebracht werden. Ja. Ist das dein Haus? Loblach, musst du behalten. Ups. Du verschwindest besser von hier. Ich versuche es. Besser für dich. Du kannst aufhören zu schleichen. Ich habe dich gesehen. Niemand hat mich gesehen. Eigentlich eine Lüge. Ich habe deine Waffe mitgenommen. Die brauche ich für diese Reise. So einen Namen. Darf ich hier durch? Oh, cooles Bett. Was willst du hier? Dich beklauen. Bin schon wieder weg, keine Sorge. Sind das Kinder? Nee. Outlaw. Aula, der kommt mir doch bekannt vor. Was schleichst du hier herum? Sorry. Ist was? Nee. Hast du einen Namen? Zack. Willst du was kaufen? Du bist Händler? Ich weiß, sieht nicht so aus. Aber ich habe einige interessante Waren zu verkaufen. Aus garantiert legalen Quellen, wenn du verstehst, was ich meine. Bist du Schmuggler? Was? Woher bekommst du deine Waren? Wüsst echt nicht, was dich das angeht. Wenn du nichts kaufen willst, verpiss dich wieder, klar? Zeig mal, was du so anzubieten hast. Denk immer dran. Okay, ich will nur Shotgun Money. Doi! Alles her damit. Ja, das ist nicht das. Das ist nicht wirklich spezielles Zeug. Wir verkaufen ein anderes Mal. I'm overpowered again. Oh, das ist nette Truhe. Was haben die darauf gesteckt? Flügelfleisch. Echter Heiltrank. Noch immer ein bisschen träger beim Fliegen. War ich in dieser Wohnung schon? Sockeltisch. Hier wird nur gestohlen. Wäre unhöflich, wenn ich bei den Autos nicht stillen würde. Kann ich schon Getränke machen? Hey! Nein. Auch nicht. Kein Chemie. Ich nix Chemie wischen. Ich weiß gar nicht, ob ich es brauche. Bin eigentlich hier ziemlich gut dran. Was war das? Mal eine interessante Werkbank. Deren Waffen haben wir auch noch nichts, das wir machen können. Hier unten war, glaube ich, eine wichtige Person. Alles wird gestohlen hier. Alles wird gestohlen. Schrotflintenmoni vielleicht? Energiezellen. Warum haben die so viele Energiezellen hier? Das sind doch keine Kleriker. Nein, ich habe nichts gestohlen. Weißt du, warum du hier bist? Nero, ich kann alles erklären. Du hast dich erwischen lassen. Ich wollte Jasma helfen. Die Berserker...
Die Berserker sind kein Umgang für dich. Das weißt du doch. Ich wollte Informationen beschaffen. Über das Vor, über Red. Ohne dass Baxter dir den Auftrag gegeben hat? Wie fürsorglich du doch bist. Geh nach Hause. Ruh dich aus. Ich kann gehen? Natürlich kannst du das. Mein Freund hier wird dich begleiten. Oh. Wir wollen ja nicht, dass dir was zustößt. Nicht nötig. Das schaffe ich schon alleine. Dann erhol dich gut. Danke, danke. Vielen Dank. Ja, sag mal, musst du mich so erschrecken? Was willst du von mir? Ich hab nichts. Warum so nervös? Ich? Nein, das ist nur... Das ist... Ich habe was verlegt, nichts weiter. Was suchst du denn? Du, ich bin wirklich kurz angebunden. Komm doch morgen wieder vorbei. Hm? Genau, morgen. Warum sagst du mir nicht einfach, was Sache ist? Hör mal, du bist doch ein schlauer Bursche. Du willst doch sicher ein paar Splitter verdienen. Ich hab dich gefragt, was los ist, nicht ob du Arbeit für mich hast. Du hast mein Angebot doch noch nicht einmal gehört. 100 Splitter bekommst du, wenn du ein paar Besorgungen für mich erledigst. Ich garantiere dir auch, du hast das Zeug im Handumdrehen zusammen. Schneller kann man seine Splitter nun wirklich nicht verdienen. Oh. Warum so spendabel? Du könntest das doch selbst erledigen. Ich kaufe mir Zeit. Das muss als Erklärung reichen. Und deswegen erhöhe ich mein Angebot auf 200 Splitter. Jetzt sag selbst, ist das nichts? Eine Handvoll Einkäufe und du schwimmst in Elixid. Haben wir einen Deal? Mist. Unter den Umständen bin ich einverstanden. Wusste ich es doch, dass man mit dir verhandeln kann. Ich brauch das Zeug aber schnell. Du hast doch gerade Zeit. Welche Waren soll ich dir beschaffen? Vitamine, Wachmacher, Proteine. Soll ich dir von allem etwas mitbringen oder willst du etwas Bestimmtes haben? Will ich. Ich habe einen nervösen Magen. Da greife ich lieber auf das zurück, was mich nicht auf die Schüssel zwingt. Nimm meine Einkaufsliste. Darauf findest du, was ich brauche. Die Händler hier müssten alles vorrätig haben. Wenn nicht, treib es woanders auf. Dir fällt schon was ein. Hast du nicht etwas vergessen? Wo sind die Splitter? Hey, was? Du bekommst deine Belohnung. Sobald? Mir geht's nicht um die Belohnung. Die Händler. Umsonst rücken sie ihr Zeug nicht raus. Aber natürlich. Wo steht mir nur der Kopf? Da, das sollte reichen. Beeil dich aber, ja? Lass dich auf dem Weg nicht ablenken. Ah, der Nächste. Ich sage dir, was ich auch den anderen gesagt habe. Geh zur Tafel da drüben. Dort findest du meine Aufträge. Ist irgendwas unklar? Frag mich einfach. Ausrüstung gibt's nicht gestellt. Aber wenn ich dich so anschaue, brauchst du die auch nicht. Ist alles erledigt, kannst du dir das Kopfgeld bei mir abholen. Wegen der Kopfgelder. Gibt es einen Grund, warum du diese Arbeit machst? Deinen Wissensdurst will ich gerne stillen. Nur muss ich für die Antwort etwas ausholen. Stell dir vor, du malst ein Bild. Sagen wir, natürlich brauchst du Farbe. Viel Farbe. Oh. Während du dir das alles zusammenlegst, kommt jemand und stiehlt das Rot. Also gibst du klein bei und malst mit dem Rest weiter. Als du fertig bist, fällt dir auf, dein Regenbogen ist kein Regenbogen. Er ist ein Haufen Scheiße. Und anstelle von Farben siehst du schwarz. Jetzt kommst du zu mir und berichtest, was vorgefallen ist. Dass er sich die Finger schmutzig gemacht hat, stört ihn nicht. Und so wird alles um ihn herum mit seinem Dreck überzogen.
Sein Bier, seine Freunde, seine Frau. Überall klebt seine Spur. Alle sehen rot. Alle außer mir. Ich sehe den Regenbogen. Denn sobald unser Freund nicht mehr ist, kann er nichts mehr schmutzig machen. Alles ist sauber, alles ist perfekt. Verstehst du? Nein, erspar mir eine weitere Erklärung. Es war nicht meine Absicht, dich mit meiner Geschichte zu langweilen. Dennoch will ich, dass du mir folgen kannst. Mir geht es nicht in erster Linie darum, jemanden zu beseitigen. Das ist mir zu banal. Meine Profession ist Kunst. Und das Bild, an dem ich arbeite, hat klare Strukturen. Je mehr Leute das Ergebnis sehen, desto mehr bleiben im Rahmen. Aus Chaos wird Ordnung. Selbst hier im Krater. Nur ein Auftrag. Ein Dixon. Oh, ich stelle dir gleich ein bisschen Farbe aus deiner Hütte. Hilfe. Ja. Ich glaube, ich habe mir nichts mehr zu sagen. Oh, ich glaube, ich beende einfach die Episode hier und mache dann später weiter in diesem Dorf. Armbrust. Oink. Welche gehört auch mir? Mana-Trank, sofort her damit. Den werde ich hier nicht brauchen. Wie weit sind wir schon drin? Ja, hier ist zu Ende. Tschüss.